Ja, guten Tag, schönen Sonntag und recht vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Henry Philipson. Ich bin technischer Analyst und FX Trader bei der Börse Go AG. Wir haben unter anderem die Portale Godmo Trader und Guidance, wie Sie eventuell vielleicht schon kennen. Zu meiner Person, ich handle seit 1997. Meine erste Aktie war damals die ProSieben Neuemission. Mittlerweile auch volljährig die Aktie und im DAX gelandet. Seit 2000 beschäftige ich mich primär mit technischer Analyse und handle eigentlich seit ein paar Jahren primär Währung, habe aber früher auch Aktien und Indizes gehandelt. Hierbei präferiere ich das Intraday-Trading, vereinzelt mache ich aber auch Swing-Trading, verwende hierbei die klassische Charttechnik, Intermarket-Analyse und unter anderem auch Elliott-Wellen. Dazu gab es ja heute Vormittag schon einen Vortrag von André Tietje. Ich möchte Ihnen heute in meinem Vortrag ein paar Anregungen geben. Ich werde Ihnen keine Handelsstrategien vorstellen. Da gab es ja in dieser Woche wahrscheinlich schon einige Gelegenheiten dazu. Ich möchte Ihnen vielmehr hier und da vielleicht einen Denkanstoß geben und Ihnen weiterhelfen, wie Sie ein profitabler Trader werden können. Dazu werde ich zuerst beginnen und Ihnen versuchen zu vermitteln, warum es wichtig ist, dass Sie selber agieren und nicht reagieren zum Beispiel auf Nachrichten. Danach werde ich kurz auf den Long Bias eingehen und danach sehr wichtig im Trading die einseitige Informationsaufnahme ansprechen. Danach kurz die Punkte Geduld und Disziplin und dann, wie der Chris gestern schon, glaube ich, oder vorgestern, den Trendfolgeansatz vorstellen. Zum Schluss gehe ich noch kurz auf den Werkzeugkasten ein, den Sie als Trader haben. Was meine ich mit agieren statt reagieren? Ich habe hier das Beispiel von DuPont mitgebracht, US-amerikanische Chemiebranche. Die gaben am 9.12., hier haben wir es mit der Maus, vorbörslich bekannt, dass sie in Fusionsgesprächen mit Dow Chemical stehen. Die Aktie reagierte an dem Tag mit einem riesigen Freudensprung. Sie ist über dieses Level hier ausgebrochen und schloss in der Nähe des Tageshochs, wie Sie sehen können. Auch am nächsten Tag, die Leute, die das in der Zeitung gelesen haben, haben nochmal zugegriffen bei der Aktie. Und auch am nächsten Tag, am 10.12., schloss die Aktie in der Nähe des Tageshochs. Ist das jetzt eine Kaufgelegenheit gewesen? Trader, die sich vielleicht mit technischer Analyse beschäftigen, werden festgestellt haben, dass die Aktie am 9.12. nicht über diesen Widerstand herausgekommen ist. Sie hat lediglich dieses Gap hier geschlossen. Und darüber hinaus befindet sich in einer Welle 5 nach der Elliott-Wellentheorie, die nichts anderes besagt, als dass diese Aufwärtsbewegung potenziell erst einmal vorbei sein kann. Dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee gewesen, am 9.12. zu kaufen. Sie sehen auch, danach ging hier ein Abwärtstrend los. Wie Sie sehen können, sind die Leute, die euphorisch auf diese News long gegangen sind, die wurden in den nächsten 4 Wochen regelrecht das Fell über die Ohren gezogen. Die Aktie verlor über 30% an Wert. Aber Sie sehen auch, dass wenn Sie einen Tradingplan haben und der zum Beispiel besagt, ich kaufe die Aktie an technisch wichtigen Marken, können Sie durchaus damit Geld verdienen. Hier gab es am EMA 200 ein Bounce. Dieses Ausbruchslevel konnte nicht überwunden werden und die Aktie fiel, bis dieses Gap vom Oktober wieder geschlossen wurde. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Wenn Sie immer nur auf News reagieren, anstatt einen Tradingplan zu entwickeln und diesen auch umzusetzen, wird der Markt Sie früher oder später eliminieren. Dies kann relativ zügig gehen, vor allen Dingen im Forex-Handel. Da war letzte Woche ja einiges geboten. Wie Sie vielleicht gehört haben, gab es die EZB-Entscheidung am vergangenen Donnerstag. Mario Draghi hat nochmal die Zinsen gesenkt und einige andere geldpolitische Maßnahmen ergriffen. Man sprach danach von der sogenannten Draghi-Bazooka. Sie sehen also, nach 13.45 Uhr haben wir den Euro-Dollar-Chart im 1-Minuten-Chart von Guidance. Innerhalb von 2 Minuten verlor der Euro-Dollar über 100 Pips an Wert zwischen 13.45 Uhr und 13.47 Uhr. Was ist danach passiert? In dieser Zeit zwischen 14 und 14.20 Uhr kamen die technischen Analysten bei der Citigroup raus und haben ihren Kunden empfohlen, den Euro-Dollar zu verkaufen. Das war im Bereich 1.08.67. Sie hatten ihren Kunden empfohlen, einen Stopp bei 10,80 zu platzieren und rechneten damit, dass der Euro-Dollar in den Bereich 1,04, 1,05 fällt.
was haben die gemacht? Sie haben auf die Nachricht reagiert, dass die EZB die Zinsen gesenkt hat auf null oder was weiß ich, mittlerweile negativ. Ich glaube, Strafzinsen müssen einige Banken sogar bezahlen bei der EZB mittlerweile. Jedenfalls, es gab eine Reaktion auf diese Nachricht, die da hieß, verkaufen Sie den Euro-Dollar. Wie Sie vielleicht eventuell schon wissen, sah das am vergangenen Donnerstag dann so aus. 14.30 Uhr ging die EZB-Pressekonferenz los. Mario Draghi hat sich der Presse gestellt, hier in Frankfurt, nicht weit weg von hier, und hat unter anderem erzählt, dass er mit der jetzigen Zinssenkung, die am Donnerstag verkündet wurde, dass die Fahnenstange erstmal erreicht wurde. Das heißt, er will die Zinsen nicht weiter senken. Lange Rede, kurzer Sinn. Innerhalb von einer Stunde war die Citibank-Verkaufsempfehlung, Citigroup-Verkaufsempfehlung Geschichte. Der Euro stieg bis über 11,20 und pendelte sich danach auf diesem Niveau ein. Am nächsten Tag habe ich folgende Nachricht bei Reuters gelesen. Der Citigroup Head of Foreign Exchange Spot Trading hat seinen Job beendet. Einen Tag nach dieser EZB-Entscheidung. Habe ich mal überlegt, komisch, okay. Woran das jetzt lag, weiß ich nicht. Vielleicht ist er permanent zu spät gekommen. Ich habe keine Ahnung. Was ich Ihnen eigentlich sagen will, reagieren Sie nicht auf Nachrichten, Entscheidungen, sondern entwickeln Sie Ihren Tradingplan. Sonst wird Sie der Markt früher oder später eliminieren. Wie gesagt, manchmal geht es relativ schnell.